Das sieht erst, als ob die blau geschlagen wurde. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn hier los? Guck mal hier, blaues Auge, Junge. 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh shit, der Grind is real. Wollen wir mal gucken, ob die auch was Neues hat. Selina. Ich zeige mich ungeschminkt. Oha. Ich zeige mich ungeschminkt und dann hat sie einfach Akne. Wollen wir das noch angucken, Leute? Schreibt mal eine Einzelschrift, wenn wir es noch angucken wollen. Weil das ist ja auch ein Thema. Johannes, Johannes, komm mal her, Junge. Komm mal her. Johannes, komm mal her. Hey, aber Johannes, man kann es ja auch drüber reden. Du hast ja auch... Also ehrlich gesagt, mich juckt's halt nicht. Johannes hat auch ein bisschen Akne. Ich habe auch übel viel Pickel, aber no joke, mich juckt's. Aber ich muss auch sagen, weil Jungs... sagen auch so viele, dass ich aussehe wie, von, wie der eine von den Lochis. Das schreiben mir so viele. Ah, stimmt. Ich weiß nicht wer, aber... Stimmt. Einer. Heiko, glaube ich. Wir schauen jetzt noch mal kurz da rein. Digga. Okay, schauen wir das Video noch an. Ich zeige mich ungeschminkt von Selina. Ich bin gespannt, ob sie sich schämt oder was weiß ich. Weil viele Leute haben ja dieses Problem. Zum Beispiel Johannes. Wir haben unsere Schülerausweis bekommen. Und Leute, schaut mal bitte, wie scheiße ich aussehe. Schülerausweis! Ey, Johannes, hol mal deinen Schülerausweis raus, bitte. Nein. Ich finde den so lustig, Junge. Hol ihn bitte raus. Komm, hol mal bitte raus. Ey, ich finde Schülerausweise immer so lustig. Da sieht man immer so dumm aus. Guck mal, wie sie da aussieht. Nein, ich will das Bild. Also. Wie sieht der aus, Junge? Ich finde, da sieht man immer so aus wie so ein Opfer irgendwie. Guck dir das an, Junge. Johannes Schülerausweis. Ja. Da sieht man immer so aus wie der größte Vollidiot. Da sieht man aus wie der größte Vollidiot. 100.000 Likes auf dem Video und ich zeige meinen Schülerausweis, Leute. Der ist wirklich ultra cringe. Also Leute, ihr wisst ja, ich bin so eine tolle, perfekte Schwester, wa? Obwohl. Egal, auf jeden Fall hat die Lehrerin gespült. Das bedeutet, sie ist zu Hause. Und ich habe gesehen, dass... Und hat gekackt. Das wollte ich nicht wissen. Auf jeden Fall ist da oben eine Motte und ich möchte... War da ein Tier? Die töten jetzt eine Motte, oder was? Okay, Leute, ich will die Motte in meinen Händen. Was? Das heißt, so schnell wie möglich in Ex Zimmer. Schnell. Niemand hat sie in den Händen. Wie hat sie das denn gemacht? Leb! Hä? Oh. Lass sie leben. Ich nenne sie... Sie hatte sie wirklich in der Hand. Wie kann man das machen? Ich kann sowas nicht machen. Das ist nicht schlimm. Eine Motte in der Hand haben, Junge? Das ist überhaupt nicht schlimm. Spinnen gehen auch voll klar. Warte, warte. Junge, Johannes, du bist auch... Johannes, du bist auch wirklich einfach komisch, Alter, ohne Witz. Warte. Woher weißt du, dass das eine sie ist? Deswegen nehmen wir dich Alina, weil die reagiert... Guck mal, wie glücklich es ist. Nee, Selina ist wirklich cool, finde ich wirklich. Also ich finde immer, wenn man sich Videos von ihr anguckt, man kann das immer gut drauf reagieren, weil es einfach, die ist wirklich richtig sympathisch so. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Linnea, muss ich ganz ehrlich sagen, letztes Video hat mich jetzt, da kriegt sie aber keine Rose von mir, weil, keine Ahnung, das fand ich irgendwie so ein bisschen, Keine Rose, Digga. Das fand ich so ein bisschen, ja, keine Ahnung, das habe ich nicht so gefeiert, Digga. Hä, es ist auf der Kamera, aber man sieht es nicht. Okay, jetzt einfach. Warum ist die das denn? Ein fetter... Punkt links oben. Du hast die Kamera? Nein, die Motte ist auf die Kamera geflogen, Junge. What the f***? Zeig den Leuten. Achso, oh Gott. Die Motte ist auf der verdammten Kamera drauf. Was geht da ab, Junge? Das ist so ekelhaft. Ach, ihr seht, da geh weg. Ist sie hier. Weg, Junge. Die Kamera ist nicht schlimm, wenn meine Motte auf der Kamera ist. Digga, das ist komplett widerlich. Tschüss, Jenny. Tschüss, Jenny. Ich liebe dich. Wir sehen uns. Hä, wieso hast du das umbenannt? Weil es erinnert mich an Jenny. Nichts gegen Jenny. Ohne Scheiß, ich finde das so ekelhaft, wenn Motten rumfliegen. Wie schön sie ist. Wie ich glaube, ich bin im zweiten Leben keine Motte, Alter. Guck, wie sie... Dings, du machst so... Eine Schaut sie. Wo ist der Engel? Die hat doch immer in ihrer Tasche. Echt das? Jenny, geh! Goodbye, Jenny, my lover. Du weißt, wo mein Zimmer ist, direkt nebenan. Sie ist frei. Die Motte ist endlich weg. Hier, ich finde das auch so ekelhaft. Ja, verständlich, Junge. Verständlich. Kannst du mir zu Weihnachten einen Hoodie wünschen? Wie soll ich das für dich wünschen? Jetzt auf welchem Punkt die Evolution jetzt den besten, sexiesten Laden überschreitet. Aber wir haben ja auch diese Fake-Maden da. Was hat sie denn noch alles da? Motten, Maden. Was ist das mit ihr? Vorher hast du doch gesagt, sie ist eine Süße. Was sagst du jetzt? Nee, jetzt sage ich, sie ist eine eklige. Junge, ohne Scheiß. Du bist auch fake. Maden! Du weißt ja, es ist Jenny. Ich hab gesagt, Maden ist auch. Maden, findest du Maden nicht eklig? Ich hab gesagt, Maden sind schon ekelhaft. Johannes, raus! Ich hab gesagt, schon. Raus, Johannes! Sie sind ekelhaft. Raus, Johannes! Ich hab gesagt, Maden sind schon ekelhaft. Ja, okay. Eklig, ey! Ja, neuer Spitzname! Ich verstehe nicht, worum es hier geht. Okay, jetzt gehen wir die Maden holen. Ja, das Video heißt, zeige mich ungeschminkt. Bis jetzt geht's um eine Motte. Hä? Ja. Hä? Ja. Ich hab die ganze Zeit nur was mit Motten. Ja, Mann, ich versteh's ja auch nicht. Und Johannes ist auch richtig komisch. Also, Friends, wir haben jetzt diese Werle. Die haben Fake-Maden bestellt. Fleck hinterlassen. Bruh.
wir können auch in ein echtes Zimmer gehen und diese Dinger... Nein, die legen jetzt die Fake-Maden in das Zimmer von der Schwester. Oh mein Gott. Alter, das ist ja wirklich grauenhaft. Auf ihren Händen verteilen. Okay, gut. Hä, was war das denn? Das war doch locker vor 2 Jahren, das ja gerade abgespielt wurde, oder? Auf ihren Händen verteilen. Das hier, das ist ja locker von... Das ist ja mega jung. Okay, gut. Ich lebe jetzt so scheiße. Und dann mache ich noch eins hier rein. Nein, nicht in die Bürste. Boah, wie ekelhaft. Hier haben wir eins. So nah wie möglich an dem Ding. Ich habe geworfen, deswegen haben wir... Sind die Schalter oder Steckdose? Ich habe in Deutschland 3. Dann haben wir hier eins. Den wir auch schon abhauen. Gut, da haben wir da oben eins. Alle Mann. Und wisst ihr, wer einer meiner Favorites ist? Boah, ich hab vor, das fällt so runter. Oh mein Gott, und dann ja, ich weiß warum. Warte. Das sieht aus wie du. Aber wisst ihr, was ich jetzt schon cooler finde als von dem Jahr? Habt ihr schon eine Werbung keine gesehen? Werbung, ja. Habt ihr schon eine Werbung gesehen? Die ist einfach an sich auch cooler. Ja, sie ist wirklich, ja, sie ist wirklich cooler. Ja, ich mag Selina. Ich bin ehrlich, ich mag Selina richtig. Ja. Ich mag Selina richtig, ja. Mach die weg! Also die denken, wir haben das mit Schubladen versteckt. Aber ich habe gesagt, ja okay, ich mach die weg. Das ist von die einen angeblich, aber die gibt halt jetzt bei mir. Ich muss jetzt meine Brille absetzen, Leute. Da ist mittwochs Ends, es geht uns um... Okay, das war jetzt der Prank. Sie hat einfach Iba geschrieben. Warum Iba? Weil es eine scheiß Made ist, die da auf einmal in ihrem Zimmer... Iba! Ja, jetzt geht's um das wahre Thema, Leute. Warum zeigt Selina sich jetzt hier ungeschminkt? Ends, es geht uns um Akne, Leute. Also, ich hatte Akne... Ja, seit 2-3 Jahren. Nice. Very nice. Und auf jeden Fall, okay. Ich habe keine Akne, zum Glück. Mein Vater hatte richtig heftig Akne. Ich aber zum Glück nicht. Alles wieder besser geworden, beziehungsweise es hat sich halt nicht mehr verschlimmert, aber es fängt sich wieder zu verschlimmern an, da ich Schule habe. Ich weiß, Leute, geht nicht zur Schule. Was? Hast du es auch, wenn du zur Schule gehst, dass du noch mehr Pickel hast? Sie meint gerade, weil sie... Weil no joke, no joke, darauf achte ich mich. Ja, okay, gut. Ja, sie ist ein Mädchen, das ist anders. Null juckt. Aber... Pickel aber nicht, also... Aber keine Ahnung, ich muss sagen, ich finde, ich glaube, das ist auch so stressbedingt, weil wenn du Stress hast, dann bekommst du mehr Pickel. Auf jeden Fall, das bin ich hier am 27.07.2019. Ich kenne schlimmere von dir. Wo meine Pickel so krass schön sind? Ja. Echt? Ja. Gut, die Blende ist aber bitte nicht an. Leute, kennt euch jetzt mal die Stirn? Okay. Ja, okay, das sind schon was viele das, Pickel, ja. Was das? So alles komplett rot. Ich finde es nicht schlimm, ganz ehrlich. Und ihr denkt sich, okay, du hast Make-up drauf, so, das ist kein Vergleich mehr. Aber hier ist ein Bild ungeschminkt, okay, beachtet meine Augenringe nicht. Aber meine Pickel waren halt nicht so schlimm und ich hatte auch nicht so einen fetten Pickel. Und mein Kinn sah auf jeden Fall besser aus als damals, weil... Was ist denn das? Das sieht ja erst, als ob die blau geschlagen wurde, jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn hier los? Guck mal, hier blaues Auge, Junge. Was geht hier ab? Und hier auch voll blau. Als damals, weil... Was ist denn das? Warum ist der denn hier? Hier einfach. Weil du eklig bist. Das glaube ich zu dem Zeitpunkt. Auch? Leute, auf Ernährung achten, Hautarzt bringt nichts, ihr müsst zum Kosmetiker und eure Ernährung definitiv umstellen, weil seitdem esse ich nicht mehr so viel Pizza und so. Ich esse nur Müll und guckt euch meine perfekte Haut an, Leute. Mein Geheimnis? Heyshop.de. Perfekte Haut. Unglaubliche Weiche. Fühlt sich an wie ein Babypopo oder ohne Scheiß. Alles nur durch Heyshop.de. Wenn ihr Akne habt, Hautarzt, Kosmetiker, Ernährung, das sind die wichtigsten Dinge. Und hier. Ihr habt's gehört, Leute. Johannes. Du weißt jetzt, was du machen musst. Hautarzt, Kosmetika und Ernährung. Kosmetika? Was labert? Nein, Kosmetika, glaube ich. Ach so. Dreimal in der Woche zum Kosmetika? Ja, okay. Johannes, und weißt du, was auch helfen soll? Warte. Einfach Naturheilung, Digga. Das soll auch helfen, immer. Einfach eine Pflanze. Aber ich finde, sie sah jetzt so gar nicht so schlimm aus mit Pickeln. Da ist Johannes schon wirklich deutlich schlecht. Spaß. Okay, ich glaube, das war's mit dem Video. Ja, interessantes Video auf jeden Fall. Das mit der Motte habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ich muss sagen, ich kann nicht, also ich kann nicht verstehen, warum ich keine Pickel habe, weil mein Dad hat mega die Pickel gehabt. Ich glaube, meine Mom auch ein bisschen. Vielleicht hat meine Mom auch einfach Ehrengene mir rübergegeben. Und deswegen, keine Ahnung, deswegen wundert mich, dass ich noch keine Pickel bekommen habe. Kommt noch, Bro. Ja, als ob das jetzt noch kommt, Junge. Kann sein. Nein, jetzt kommt's nicht. Jetzt hör auf, das zu beschwören, Johannes. Nur weil du Pickel hast, brauchst du das nicht an andere Scheiße. Ich bin auf jeden Fall froh, aber ich glaube, mich würde es auch nicht so interessieren, wenn ich jetzt auf einmal Pickel hätte. Was mich abfacken würde, wäre halt nur, wenn ich so Pickel habe, wie, also dass halt, weißt du, dass die Haut so richtig
weggeht schon. Weißt du, ich kenne, kennst du diese Leute, wo die so viel Akne haben, dass die so die Haut auch. Weißt du? Ja, was du, nein. Nein? Warte mal, ich habe da ein richtig krankes Bild von mal gehabt, warte. Akne. Hier, pass auf, sowas meine ich hier, Digga. Ich zeig's nur ganz kurz, okay? Legt euer Essen ganz kurz weg. Ja. Das hier, das ist schon echt eklig, ey. Das ist nicht so meins. 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel, oh shit.